So, wir sind wieder da. Die liebe Miss Breakaway ist auch wieder mit dem Boot. Hallo. Hallo. Und ah, ich habe Angst. Ich traue mich gar nicht. Ich will eigentlich gar nicht weiter. Und ich habe so Angst, dass ich das mit diesem oh, verdammten Panik-Event nicht hinkriege. Du Aber schaffst das schon. was bringt es uns? Was soll der Geiz? Hahaha. Ja, ich weiß, es ist geklaut. Rostigen Schlüssel benutzt. Huh. Hat die dich noch gehauen? Was soll Nein, nämlich so Gott aussehen? sei Dank nicht. Sie versucht, die Tür aufzustemmen. Und jetzt Du hat... schaffst das! Ja, meine Maus... Meine Taste drückt schon übelst. Und? Ich glaube... Sie... Es scheint weg zu sein. Was zur Hölle war das? Diese Frau fehlten Augen und sie war voller Blut. Was geht hier nur vor? Ja, gute Frage. Ich will es gar nicht wissen. Wir speichern. Panik-Event vorbei, direkt speichern. Ja. Definitiv. Dieser Schrank ist völlig verrostet. Schade. Was ist hier? Oh! Noch mehr solche Dinger. Ich krieg einen Knall. Siehst du das? Siehst du das da oben? Ja, was wird zur Das Hölle? wackelt. Passiert 8 Mark im Townsend. Aus dieser Tonne kommt ein furchtbarer Gestank. Hier. Oh. Patient 5. Dieser Schrank ist völlig verrostet. Sie hat auch immer das Gleiche, ha? Susan Tenry. Ken Nicholson. Völlig verrosteter Schrank. Paul Otstedt. Was ist mit dem? Evanna Jackson. Okay. Evanna Jackson, das ist schon der Name. Ah, ich habe Angst. Das heißt, wir müssen jetzt da hoch. Oh je. Mal gucken, was uns da erwartet. Eine Art Werbeplakat. Lesen? Ja, natürlich lesen wir das. Die Herzen unseres Patienten und was die Herzen unserer Patienten liegen uns am Herzen, ihre Verwaltung. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich auseinandergenommen. Ja, das nehmen die wahrscheinlich wörtlich, was da drauf steht. Ja, ich denke es halt auch. Diese Tür ist mit einem Zahnschloss verriegelt. Da müssen wir nochmal zurück und suchen. Das war wohl nicht richtig. Hä? Aber... Dann hat er das Zimmer da was mit zu tun. Ich tippe mal. Also der Schrank kann es nicht sein. Irgendwas mit den Leichen oder so. Ist ja eigenartig. Nur was? Also, ich weiß nicht, was ist denn... Weil das könnte halt alles sein hier, dass ich heißen, hier sind ganz viele Patientennummern. Patient 4, Patient 3, Patient 2. Oh Gott. Ich raff's nicht. Raffst du's? Irgendwas mit diesem Patient 1, Patient 2, irgendwie, keine Ahnung, aber... Ja, aber was die... Da Irgendwas wackelt halt auch wackelt. dieses Ding, also ich weiß nicht, was es ist. Da wackelt halt einfach irgendwas hin und her. Warte mal, das ist Patient 5 und das ist Patient 4. Ich versuche jetzt einfach mit der 4 und der 5. Ich weiß zwar nicht, warum das klappen sollte, aber... Es wäre schön, wenn es klappen würde. Einfach mal ausprobieren. Ja, ne? Denke ich mir auch. Ja, Zahlenschloss. 4. Die 5. Ne, war nicht richtig. Werbeplakat nochmal. Gibt es da vielleicht irgendwo einen versteckten Hinweis? Die Herzen unserer Patienten liegen uns am Herzen. Ihre Verwaltung. Was Also ist das ich jetzt mit meine, dem? keine Ahnung, warum liegt das? Das liegt ja wohl nicht umsonst darum. Ich weiß nicht, was das Plakat mit der Werbe, nicht mit der Werbe, mit der Zahlenkombination zu tun hat. Wüsste ich jetzt Steht auch halt nicht, keine Ahnung. irgendwas mit dem Zimmer. Ja, schon gut möglich. So, ich habe mir jetzt einen Tipp geholt. Wir kamen nicht drauf und der Tipp war,
das hat, das Plakat hat etwas damit zu tun, und zwar sollen wir irgendwas zählen. Also es ist eigentlich relativ simpel wohl, und wir sollen das zusammenzählen. Die Herzen unserer Patienten liegen uns am Herzen. Die Herzen unserer Patienten. Die Herzen unserer Patienten. Und da war es sind immer zwei Wörter. Die Herzen unserer Patienten liegen uns am Herzen. Ihre Verwaltung. Ich sag mal, da waren ja vorher eine Krankenschwester und ein Arzt. Vielleicht sind die damit gemeint und die Patienten. Sprich, die Herzen unserer Patienten sind ja 9 Herzen und liegen uns am Herzen. Wenn dann der Arzt und die Krankenschwester mit gemeint werden, dann sind es doch 9 und 2, theoretisch. Also 9 und 2, tippst du mal? Okay, tippen wir. Ich raff's immer noch nicht, aber naja. Nein, 9 und 2 ist auch nicht richtig. Okay, verdammt, jetzt versuch ich es jetzt mal. Ah, das kann doch nicht sein. Die Herzen unserer Patienten liegen uns am Herzen. Er hat zu uns gesagt, wir müssen einfach nur was zählen. Also ich bin in Mathe sowieso ganz schlecht und... Die Herzen unserer Patienten liegen uns am Herzen. Vielleicht... Das kann doch nicht so billig sein. Ah, Mann. Was machst du mit uns? Das ist ja furchtbar. Auch nicht richtig. Ich probiere gleich alle 81 Möglichkeiten einfach durch. Oh je. Buchstaben zählen? Wir müssen jetzt mal zu verzweifelten Mitteln greifen. Meinst du wirklich? Also ich wüsste sonst nichts anderes. Ganz ehrlich. Ich auch nicht. Vielleicht die Wörter zählen. Also 50. 1, 2. Ja, zähl du mal die Wörter. Hast du? Ich sag mal so, vielleicht hat der obere Teil was zu tun und der untere Teil. Also 8 sind oben und 2 sind unten. Also okay, ihre merkt ihr das mal. Ich habe nämlich 20 Sachen zum Ausprobieren. Also das, also ganz ehrlich, wie soll man auf sowas kommen? So, warte. Wie soll man auf sowas kommen? Also 8 und 2. 8 und 2? Mhm. Ah, er wird sich uns so auslachen. Nee, auch nicht. Mann! Ja. Was soll denn das? Ich glaube nicht. Wir müssen irgendwas zählen. Ja, aber was denn? Da ist nichts zum Zählen. Ich fühle mich verarscht. Also ich weiß auch langsam nicht mehr weiter. Die Herzen unserer Patienten liegen uns am Herzen. Naja, 6 Patienten, 1 Herz, 3 Ausrufezeichen, 2 Dinger da. Ich habe doch keine Ahnung. Warte mal, die Herzen, das waren noch nicht 9, das waren noch 6. 6 ja. Und... Ja, 6. Komm ich auf 9. Aber jeder hat nur ein Herz. Nö, aber auch nicht. Ich raff's nicht. Ich raff es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ey, ohne Scherz, ne? Der will uns verarschen. Also irgendwie, das ist ganz simpel. Mehr Tipps gebe ich dir nicht. Das Rätsel ist ganz einfach. Also entweder nehme ich den total auf den Schlauch oder eine andere Art von einfach. Ich weiß aber nicht, was ich noch zählen soll. Also ich weiß es auch nicht mehr. Also ich bin jetzt die ganzen Möglichkeiten durchgegangen. Also mir fällt auch nichts mehr ein. Mir fällt auch nichts mehr ein. Die Herzen unserer Patienten liegen uns am Herzen. Ja, und jetzt? Ihre Verwaltung. Ja... Da sind 3 Ausrufezeichen. Toll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Wörter. Ey, weiß der Geier. Was soll ich denn da noch zählen? Hä? Ich raff es nicht. Also. Irgendwas zählen, also. Vielleicht sind wir auch einfach zu blöd dafür. Die Herzen unserer Patienten. Da wohl nicht richtig. Also,
Vielleicht müssen wir den Typen, der an der Wand hängt, auch mitzählen. Das sind 7. Aber der Typ, der hängt da an der Wand rum und naja, keine Ahnung, er chillt da halt so ein bisschen, was weiß ich. Der chillt da an der Wand. Oh Mann. Das muss doch irgendwie klappen. Eine Art Werbeplakat. Lesen. Vielleicht, wenn man die Wörter zusammenpackt. Also manchmal gibt es ja dann so Sachen, das ist dann so... Nee, auch nicht. Hätte klappen können. Das habe ich schon mal gesehen irgendwo. Jetzt sind wir nur ganz bescheuert. Das ist auch eine zweistellige Zahl. Wir müssen gar nichts zusammensetzen, weißt du? Also es sind 10 Wörter insgesamt. Ich weiß ja nicht, eins. Vielleicht kommen wir versuchen es mal mit der 10. Huch, wollte ich gar nicht. Versuchen wir es mal mit der 10. Nee. Oh, irgendwas zählen. Das verkackt. Das ist doch wirklich, also. Ah! Ich raff es nicht. Ich raff es nicht. Leute, wir machen einen Cut, wenn wir hier was rausgefunden haben. Eventuell. Wenn es überhaupt irgendwann der Fall sein wird. So, wir machen es uns jetzt ganz einfach. Wir haben hier 6 Patienten, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und deswegen, warum eine zweistellige Zahl? Versuchen wir es doch einfach mal mit der 0, 6. Lina, ich möchte, dass das klappt. Ja, ich auch. Okay, also, jetzt wird spannend. Diese Tür ist mit einem Zahnschloss verriegelt. 0. Und 6. Jetzt 6. Jetzt ist sie offen. Ja! Warum einfach denken, wenn es kompliziert geht? Ja, warum? Warum? Was das mit dem Zettel auf sich hatte? Da liegt schon wieder so ein Ding. Die Patienten. Schwester 2, Pam Hansen. Ich will aber erstmal speichern. Und, oh, Leute, was ich mit diesem Spiel schon alles mitgemacht habe. Ne? Unglaublich, dafür will ich eine riesen Portion Eis. Oh ja. Das ist ein komischer Raum. Sieht nicht gut aus. Wow! Wow? Warte mal, das war scary. Dieses Geräusch war scary. Sie wird unseren Stimmen schon bald... Was? Sie wird unseren... Ich kann das nicht lesen. Ach, unseren Schmerz schon bald selbst fühlen. Ja? Keine Ahnung. Die Frage ist, wer ist damit gemeint? Was ist... Ja, also was Schmerz ist, das weiß ich wohl, aber... Aus der Tonne kommt ein furchtbarer Gestank. Wir speichern einfach nochmal auf dem Extra-Slot. Nicht, dass hier wieder irgendwelche komischen Dinger kommen und ich wieder schreiend wegrennen muss. Das wäre echt schrecklich. Okay, und hier machen wir einfach einen Cut. Ich habe nämlich Angst. Ja, ich habe Angst. Angst. Bis dann. Ja. Tschüss. Bis dann. Tschüss.